Herzlich willkommen zur 11. Folge GD3 mit dem Felix. Guten Tag. Ja, wo steht denn der Vogel hier rum? Wo bin ich denn hier? Irgendwo. Marktplatz-Raderberg. Da will ich aber eigentlich nicht hin. So, jetzt bin ich natürlich komplett raus. Jetzt muss ich mal gucken, was ich machen wollte. Oder wo ich gerade stehen geblieben war. Dito, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ich habe was gefunden, was ich machen konnte. Was war das denn jetzt? Stufenaufstieg bei Familienmitglied. Achso, bei Konrad, der gerade mit Jana spielt. Bitte was? Anzeige ist raus. Hallo, lass mich Konrad. Hallo. Aber jetzt kommt Ella, zockt die auch noch an und will auch mitspielen. Ella, geh doch mal zur Seite. Jana, hallo, ich möchte doch mal meinen Charakter an. Was für Ella? Wer ist denn Ella? Konrad. So. Stufenaufstieg. Ah, Zeit vorbei, Mann. Geht nicht, ne? Ist natürlich jetzt gut. Ich hab nichts gemacht. Haben wir gerade noch hier einen Stehen und eine Bratwurst verkauft. Der verkauft auch noch schnell eine Bratwurst oder was? Ja, hat auch eine Bratwurst verkauft, alles klar. Boah, da wird schon jemand da wohl gewollt oder was hier ist. Wer war das? Oder, ah, jetzt habe ich dich gesehen. Ich glaube ja eher, dass Helmut Kratzer und Ulla Grafenschenk und Laura Grafenschenk schlimmer sind, die deine Küche gerade plündern. Die sabotieren gerade meine Hütte hier. Es ist aber echt schön, dass alle so viele Kinder haben. Ne? Dadurch sind einfach überall 20 Kinder in den Betrieben drin, so ungefähr. Ich wollte das mal, muss das mal auf 10 hoch machen, das muss ich auch mal auf 10 hoch machen. Spielen wir was zusammen? Das muss ich mal auf 10 hoch machen. Das auf 10. Das auf 10. Das auf 10. Das auf 10. Das ist schon alles auf 10. Machen wir das jetzt mal so 20 hoch. Jawohl. So, ach so, ja, stimmt. Ist ja gar nicht zu Ende, wir machen hier weiter. Hast du schon wieder vergessen? Ja, das wäre. Warum wusste ich das?
Vergesslichkeit hat gekickt, oder wie war das? Bewerbung möglich bis 14.19 Uhr. Nächste Wahl 14.10 Uhr und 7.55 Uhr. Okay. Da werde ich höchstwahrscheinlich nicht reinkommen, weil da sind dabei drei Dinger drin. Da muss ich mich nochmal zu dem anderen Informanten dann bewerben. Du kannst dich ja theoretisch. Nee, du kannst doch nicht eine Stufe höher gehen, ne? Noch nicht, nein. Dafür muss ich erst Patrizia, glaube ich, werden. Ja, leider. Ja. Patrizia, Junker und ganz am Ende Freiherr. Oh, irgendwer hat hier ein Gebäude, was neben meinem Gebäude steht, abgerissen. Was stand denn da? Gute Frage, ne? Aber das ist das, was ich meinte. Die werden ja jetzt teilweise ihre Gebäude abreißen, weil sie höherstufige Gebäude bauen werden. Zum Beispiel hat jetzt hier dieser Kratzer gerade seine eine Baderhütte weggerissen. War das wie die Baderhütte, die daneben stand? Ja. Das kann natürlich sein. Weiß man nicht. Kann ich da mein Haus hinbauen? Hier mein. Warte. Mein Herrenhaus. Wo brauche ich denn das mal hin? Das normale Haus kostet? Was? Eine Betriebsprüfung? Oh, auch das noch. Irgendwer mag mich hier nicht. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ich glaube, die Grafenschreck mag mich nicht. Die Ulla Grafenschreck hatte geplündert, der hat geplündert. Und jetzt macht sie auch eine Betriebsprüfung. Spiel, hallo. Alles klar. Der gute Konrad lenkt mich schon wieder ab. Du hast gerade Ansehen bei mir verloren, weil du was weiß ich gemacht hast. Oder dein Kind was weiß ich gemacht hat. Okay. So, der Helmut Karzer, der steht bei mir hier vor der Tür und der möchte die ganze Zeit hier rein und was essen. Na dann. Oder? Ach nee, der jagt hier Ratten. Ist auch schön. Spricht sehr für deinen Laden. Echt jetzt? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Offensichtlich ja schon. Und ich glaube, da hat nur jemand gerade noch eine Stunde zu spät einfach in die Gruppe reingeschrieben. Ja, das ist doch schon lange vorbei. Wenn jetzt halt gleich noch ein Gast schreibt, dann muss ich mir Gedanken machen. Oh, schreibt keiner. Okay. So. Kassenbuch. Gerade eben ausgestellt. Ah, 400 bezahlt schon für Angestellte. Ey, super. Dass man denkt, ja, mit Verlust im Tag rein.
ist die Betriebsprüfung jetzt hier vorbei oder dürft ihr produzieren? Nee, oh, ihr könnt, glaube ich, tatsächlich produzieren, oder? Wer weiß, wie lange noch. Schweinefleisch haben wir noch, Fett haben wir noch. Wir können immer einkaufen, losfahren und einkaufen. Hier ist viel zu wenig drin. Dann würde ich mal sagen, werden wir die Bestände mal einfach um das Depot erhöhen. Und trotzdem habe ich keinen Bock loszufahren und einzukaufen. Ist doch schön. Obst und Eichenholzfass. Obst haben wir, Eichenholzfass haben wir. Alkohol und Gerste. Alkohol haben wir. Gerste haben wir auch. Ja, ihr solltet vorher losfahren, bevor jetzt hier alles leer ist. Nee, das wäre langweilig. Okay, Talentebaum, dann wäre das die nächste Schenke, wäre dann eine Schenke. Genau, die nächste Stufe ist dann die Taverne, ne? Von der Schenke aus, ja. Dann hast du Starkbier, Weizenbier und Rinderbraten. Schon wieder ein Gebäude sabotiert. Ach so, das Ding hier wurde geschlossen. Alles klar. Dieses Gebäude wurde auf Anweisung geschlossen und wird erst um 14.10 Uhr um 19.50 Uhr wieder öffnen. Geil. Mhm. Oh, echt jetzt? Wohl was am meisten Geld verdienen, ne? So ist es doch immer. Die beiden Fuhrleute, die stehen hier oben und machen nichts. Und das Lager ist relativ gut geleert. Obwohl, na gut, wenn er das jetzt da fertig hat, dann könnte die Bestellliste neu kommen. Und dann werden sie merken, ah, Moment, wir müssten dann mal doch was machen. Das könnte natürlich sein. Naja, je höher du die Sachen auf der Bestellliste hast, desto mehr werden sie anholen. Weil die eigentlich immer nur so viel holen, dass du das Zeug, was in der Bestellliste ist, gerade abarbeiten kannst. Ja, ich habe aber die Schenke auf automatische Produktion gestellt und die haben halt im Anhalt nur 10. Aber gut, sollen sie mal machen. Ich
bin mal gespannt, was jetzt passiert. Weil die haben jetzt ja noch das zu produzieren und dann das. Deswegen bin ich halt mal gespannt. Ey, du bist Informant geworden, wie auch mal du das geschafft hast. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich echt gefragt. Ich bin schon ganz schön groß. Kein Geld. Bin irgendwie gerade chronisch Dauerpleite. Na ja gut, wenn natürlich mein Hauptgebäude, was wirklich die meisten Einnahmen macht, macht das natürlich echt große Probleme. Scheint keiner Pferde herzustellen. Pferde? Ja. Produzierst du Pferde oder was? Nö, aber wenn man sich den Preis so anguckt, der sich kein Millimeter da bewegt, seit Ewigkeiten. Dann braucht wohl im Moment auch keiner Pferde, wa? Auch vermutlich das, ja. Na, wofür willst du aktuell Pferde haben, außer um sie direkt weiterzubauen für zu Reitpferden, so ungefähr. Ja. Aber theoretisch gesehen kann man es sogar machen, aber aktuell lohnt sich es glaube ich nicht so hundertprozentig. Der hier macht Schafe, 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 Schafe und einmal Rinder. Der macht zweimal Rinder, der macht nur einmal Schafe. Also anscheinend lohnt sich das gerade nicht. Der macht dreimal Schafe. Also anscheinend haben die gerade eine ziemlich große Produktion, wenn, oder ein ziemlich großes Problem, wenn die hier überhaupt nichts mehr herstellen. Wollepreis ist ja echt, ja, leicht aus dem Ruder geraten, sagen wir es mal so. Es geht, aber das einzig Gute ist, es wird fast 3000 Mal in der Altstadt gekauft für 14, ne? Aber eigentlich lohnt es sich noch aktuell nicht, aus scharfen Wolle zu machen, weil du mehr als 140 Gold bekommst, wenn du die Schafe direkt verkaufst. Das heißt, du müsstest schon fast auf 15 bei Wolle hochgehen, damit du, als Verkaufspreis, damit es sich lohnt, so. Es müsste auf 15 hochgehen, damit es sich lohnt, sagst du.
Mindestens. Selbst auf 15 ist es so, dass ich sage, ich verkaufe eher Schafe, weil ich müsste 15,4 bekommen aktuell, damit ich das gleiche rausbekomme, wie wenn ich Schafe verkaufe. Okay. Na gut, Nil ist halt noch bei 12, ne? Das ist natürlich eine Katastrophe. Richtig. Aber mittlerweile haben sie fast mein ganzes Lager leer gekauft hier bei meiner Blutwurst. Na, deshalb lohnt es sich ja, diese Person da drin zu haben, weil du es dann auch an die Kunden bedienst. Nein, ich meine jetzt hier in meiner Schlachterei. Ach so, und dann? Weil die ist ja geschlossen bis heute Abend. Und trotzdem können sie aber noch im Verkaufslager durchprügeln. Okay, der Wollepreis ist gerade auf 18 gestiegen. Also zumindest der Einkauf. Der Verkauf ist halt noch bei 14. Und der Bankrott droht schon wieder. Das mitten am Tag ist stabil. Wird wohl irgendwer gerade massiv eingekauft haben. Würde ich jetzt auch behaupten, ja. Aber das, was ich vorhin meinte, ich habe alleine, wenn ich vermutlich die ganzen Kosten von meinen Mitarbeitern zusammenrechne, fast 8000 Kosten oder sowas. Knapp 1000 da, 600 da, 1300 da, 1300 da, 2000 da. Was ist, guckst du jetzt nach 14.10 oder was? Ich guck nach 14.10 und dabei Angestellten. Ich nehme mal ganz kurz, das da. Plus das da. Plus das da. Boah. Plus das da. Plus das da. 6237 habe ich. Ja, und dann weißt du, warum ich das meinte, mit dem man sollte am ersten, bei der ersten Generation so viele Kinder wie möglich raushauen. Weil du am liebsten alle Mitarbeiter so schnell wie möglich gegen eigene Leute austauschen willst, vermutlich. Zumindest ist das in meinen Augen der einzige Weg, um das Geld nochmal zu maximieren. Vor allem, wir sind jetzt gerade bei 6 Betrieben. Ich zumindest und du bei 5. So, wenn überhaupt. Also würde ich behaupten, das ist schon. Saftig.
1951, dass das Gebäude geöffnet. Ey. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das haut richtig rein. Das haut richtig, richtig rein. Absoluter Wahnsinn. Mal gucken, 14.9 hat die Schlachterei 9.100 verdient. Diesen Monat und dieses Jahr hat es bisher nur gekostet und nichts eingenommen. Gut, letztes Jahr hatte ich auch 23.600 gehabt. Wow, da komme ich dieses Jahr bei weitem nicht hin. Du hast aber auch umgestellt von den Gebäuden her, die du hattest oder nicht, oder hast. Das stimmt auch wieder. Die Frage ist bloß, was sich jetzt rein rechnerisch am schlausten wäre, weiterzumachen, so ungefähr. Ob man jetzt. Bei mir würde jetzt theoretisch gesehen, wenn ich auf Petrizia gehe, könnte ich theoretisch gesehen meine zweite Obstbauernhütte wegreißen und alles produzieren, was ich bei Nahrungszubereitung habe. Theoretisch gesehen. Okay. Die Frage ist nur, wie sinnvoll das ist. Dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern es sich lohnt, in welchen Wirtschaftszweig noch auszubreiten sich. Gaunerei halte ich zum jetzigen Zeitpunkt sogar fast wieder auch als lohnenswert ab irgendeinem Zeitpunkt. Wenn du gewisse Dinger da baust, wenn du halt die ganzen Produkte von den anderen klaust, so ungefähr. Ja, definitiv. Wobei ich glaube, dass es immer noch nicht der beste Weg ist, jetzt auf Gaunerei auch schon zu gehen. Ja gut, aber ich sage mal, dadurch, dass halt jetzt, dass die anderen halt auch so extrem viel klauen, könnte sich das schon doch ein bisschen Respekt verschaffen. Das ist halt der Unterschied. Richtig. Ja, ihr dürft ja nicht produzieren. Kann ich auch nichts dafür, dass ihr deswegen untätig seid. 1951 dürfen sie wieder öffnen. Traurige ist, wenn man jetzt noch, du bist jetzt noch aktuell Bürger, ne? Ja. Auf Freibürger schaltest du ja gefühlt gar nichts frei, außer bei Sozialkompetenz, glaube ich, irgendwie so die Richtung da ganz hinten. Aber bei Patrizier schaltest du ja auch gefühlt nichts mehr frei, weil du schon den Großteil freigeschaltet hast. Du hast ja bis auf Landwirtschaft 4
Bewirtung 2 bis 4 und Bäckerhandwerk 2 bis 4 kannst du jetzt alles haben schon. Das heißt, ja, ich jetzt gerade mal schnell Jana Gaming. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du da so viel bei rumkommen wird, aber viel Spaß. Alter, du hast 14.000 Bargeld? 15, hallo, lüg doch nicht. Und davon abgesehen stimmt das doch gar nicht. Bei mir steht jetzt hier noch, wo ich versuche eine Jana zu bestechen hier oder eine Abmahnung zu treffen, steht hier 14.800 Bargeld. Stimmt aber gar nicht. So viel habe ich nicht mehr. Jetzt will er hier eine Allianz eingehen. Nee, den machen wir hier platt. Okay. Ja, vor allem, was bringt das eigentlich? Ich glaube, dann können meine Leute dich nicht mehr angreifen. Okay. Kann ich das wieder rückgängig machen? Weiß ich nicht. Aber Alter, merkt, das muss man sich mal überlegen. Meine Schmelzerei konnte jetzt einen Dreivierteltag nicht arbeiten. Die Preise für Rinder sind dadurch erstmal wieder um 16 gesunken und für Schweine um 15. Mhm. Eigentlich Wahnsinn. Richtig. Was denn hier jetzt schon wieder? Oh oh. Das ist ein kleines Problem. Ein minimalistisches Problem. Welches Problem wäre das? Du bist im Minus? Nee, tatsächlich noch nicht ganz. Aber auf dem besten Weg dann, oder wie? Ja, kann man so sagen. Das ist wundervoll, das freut mich für dich. Ja, tja. Sechshundertsiebenunddreißig. Gewinn gemacht. Ist das traurig. Ich finde es viel schöner, dass die ganzen KI-Familien 6 Kinder schon teilweise haben. Okay. Gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Tschüss.